Ja, vorbei. Digga, im Leben nicht. Im Leben nicht. Aber das sind nur 20 Zoll. Softlos funktioniert 1A. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem erneuten Video von mir zu unserem Pink Panther CL500 Bravos Edition. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich bin zurzeit voll auf dem Felgenfilm. Ich glaube, ich sitze abends 2 Stunden vor meinem iMac und suche die ganze Zeit nach Felgen. MAE, Bravos, Viper, irgendwelche anderen Dinger. Und dann kam dem Fuchs eine ganz gute Idee. Wir ziehen heute neue Felgen für den Pink Panther auf. Und zwar haben wir hier drunter 20 Zoll Felgen von einem W221. Die Felgen von meinem Bruder. Jetzt habe ich schon zu viel zuvor genommen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt so mitbekommen hat, dass ich das jetzt hier gerade mache mit seinen Felgen. Der WhatsApp-Verlauf war einfach nur, ey, wo sind deine Felgen? Jo, hier bei mir in der Garage. Ich dann wieder geantwortet, yo, ich habe eine Videoidee. Jetzt habe ich mir die heute Morgen einfach rausgeholt. Ich weiß gar nicht, ob das hier offiziell ist. Schauen wir uns gehen raus, ne? Erst den Grill kaputt machen und dann noch die Felgen. So, und ich will heute einfach mal wissen, wie diese 20 Zoll Felgen auf diesem Pink Panther hier aussehen. Ja, gar nicht lange dran schnacken, sondern rauf damit! So, Freunde, wir ziehen jetzt hier die fetten 20 Zoll S-Klasse-Felgen drauf. Und dann machen wir direkt noch ein, zwei Instagram-Bilder für meinen Account und für den Moodyclo-Account. Der nächste Traum, der für mich in Erfüllung geht, nach dem ganzen YouTube-Spaß hier. Am 31.01. werden offiziell dieser Hoodie und das Logo mit einem Shirt verkauft. Nur, dass ihr schon mal davon gehört habt. Boah, Digga, sind die Dinger schwer. Halt's auf. Das ist noch knapper wie bei den drüben. Digga, das so können wir nicht fahren, Alter. Scheiße. Ja, vorbei. Ja, scheiße. Komm mal, guck dir mal bitte an. Komm mal. Digga, im Leben nicht. Im Leben nicht. Fuck, Digga. Quality Content, oder?
einlenke, komm. Kriegt sich auf? Ja. Scheiße. Scheiße. Aber das sind nur 20 Zoll. Upsa. Hey, 20 Zoll, ne? Was los? Das ist Fahrwerk ganz unten, ja? Machen wir hoch, Leute. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber ich gebe der Pumpe ein bisschen Drehzahl, der ABC-Pumpe, damit er ein bisschen einfacher hat, hochzufahren. Wie ist der T-Rex-Look? Passiert jetzt noch was mit dem Lenkrad? Immer noch. Und das sind 20 Zoll. Wie willst du denn dann 22 Zoll MAEs fahren? Weil die haben da wahrscheinlich nicht so hohen Querschnitt, ne? Mit den Reifen, das sind so viele Reifen da. Scheiße! Schleift da was? Irgendwann war ich immer noch. So, muss ja auch funktionieren hier. Der liegt auf einmal. Da ist kein Platz zwischen. Der zieht hier eine Spur. Ah, hier. Hä, warum auf einmal? Warum, hä? Hä, das hat doch gerade noch gepasst. Ich geh mir voll Gas. Kommen wir jetzt überhaupt noch zurück auf die Bühne? Also, was willst du anders tun, ne? Ganz langsam, bloß keine Reifen kaputt machen. Was war das? Ist das einer geplatzt? Nein. Das ist doch auch nicht mehr ganz hoch. Warum fährt das aber nicht? Scheiße! Digga! Ich hab so Angst. Auf die Bühne runter mit den scheiß Gurken, Alter. Wenn ich die Reifen von meinem Bruder kaputt mache, dann kann ich schon für den Taui neue kaufen. Und so viel verdiene ich mit YouTube leider nicht, Leute. Gebt ein Like auf das Video. Fuck! Hinten links schleift. Warte. Digga, schneit's jetzt ernsthaft? Ich muss jetzt ganz einschlagen, um da auf die Bühne zu kommen. Zieh mal die Felgen drauf, das ist eine gute Idee. Jetzt schneit es aber wirklich, oder? Warum sind wir denn so gut ohne solche rausgekommen? Geschafft, Baby, komm!
war die schlimmste Fahrt, die ich je mit einem Auto in meinem Leben hatte. Ich trau mich jetzt gar nichts mehr. Scheiße. Wir haben ja, als wir aufgezogen haben, gesehen, dass der so wenig Platz da vorne hat, ne? Aber ich dachte, das funktioniert nicht. Also da war ja Platz zwischen, das ist ja das Radlagehäuser, federt ja nichts ein oder so. Cool sieht's aus, ne? Aber hätte ich niemals gedacht, dass wir so Probleme kriegen, die scheiß Dinger aus. Der Plan für dieses Video war eigentlich, die Felgen jetzt auf meinen schwarzen Unfaller zu schmeißen und dann nochmal durch die Gegend zu brettern. Vorbei. Ist ja nicht ein bisschen möglich. Hätte ich niemals gedacht. Wir nehmen den Wagen mal hoch und wir gucken, ob wir Streifen gemacht haben. Oder ob die Reifen wir irgendwo kaputt gemacht haben. Warum er hier hinten jetzt auch so gekriegt hat? Kann das sein, dass das die normale Bremse war und wir gerade einfach Pussys waren? Ich bin ja mit dem Auto noch nicht so richtig gefahren, dass ich weiß, ob die Bremsen quietschen. Aber ich glaube aus den Videos, doch ich glaube, die haben gequietscht ein bisschen, ne? War das gerade einfach nur die Bremse die ganze Zeit und wir dachten gerade, das war der Reifen? Junge, ich stehe schon vor die Filme. Ist das hier Y? Sind das hier Hochgeschwindigkeitsreifen? Boah, hier bin ich wieder komplett lost. Fail, Alter, fail. Also hol mir den Kack. Nee, aber keine Spur. Jetzt hat er auch wieder viel Platz. Aber sag mal, bin ich doof? Guck, das ist doch hier die Radaufhängung, das ist doch. Der geht doch hier an die Radnabe ran. Der ist nicht. Man sah das vorhin nur so aus wegen dem Dreck, aber jetzt kannst du ganz schön sehen mit. Das Witzige ist auch, ist klar, dass an dem S500 mit Heckantrieb hinten die Räder mehr abgefahren sind und hier vorne haben wir noch richtig, richtig cooles Profil und hinten richtig schlechtes. Wenn wir die von hinten nach vorne hier auf den jetzt gezogen hätten, hätten wir locker auch kein Problem damit bekommen. Und hier, wenn du hier mal rankommst, siehst du halt, dass er hier geschliffen hat. Mache ich ja nie wieder so eine Scheiße. Also nie, nie wieder. Aber warum? Also, als ob das so überhaupt nicht passt. So, die Felgen kommen jetzt runter, die Messer kommen aber nicht rauf, sondern wir ziehen meine Schlachter auf. Das neue Rad ist angekommen, der neue Reifen. Habe ich sogar ein Bild auf Instagram gepostet. Checkt mal hier meinen Instagram-Account aus. Und dann ziehen wir meine Schlachterfelgen drauf. Erstmal für den Weg vom Hof hier in die Halle rein, dass wir immer hier auf die Hebebühne fahren können. Ja, so cool sieht es ja schon aus, ne? Auch dieses Mehrspeicher, ich finde, das passt ganz gut zu dem CL. Ich glaube auch, da gibt es einen auf eBay Kleinanzeigen, Junge, die Felgen sind so dreckig, der genau die Felgen als Maybach-Felgen verkauft. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Sieht schon cool aus, weil so Mehrspeicher, schön großflächig, ist ja Maybach auch so ein bisschen, ne, gegeben. Cool sieht's aus, aber passend tut es halt absolut rein gar nicht. Naja, so, runter mit den Felgen, die Schlacht da drauf. Dann geht's weiter. Ja, die guten 17 Zöller, ne, sehen schon stark aus. Also sehen schon gar nicht so schlecht aus, die 17 Zoll, im Gegensatz hier zu den 20ern, ne, ist schon. Also dafür sehen die gar nicht so kacke aus. Für den Fact, dass man damit wenigstens ordentlich fahren kann, ne? Stark für wie günstig ich den Wagen gekauft habe, wenn man bedenkt, dass es ein ganzes Schiff dazu ist. Ist zwar eine Costa Concordia, aber ist halt nicht so schlimm. Kackt halt voll ab gerade, ne? Also ich glaube, so schlimm war er bei mir. Ich weiß gar nicht, wie das aus den Videos war. Also der. Kann man das auf der Kamera sehen? Also der Wagen steht hier gerade auf jeden Fall so irgendwie, also komplett los. Der hängt da gerade gar nicht mehr, der Junge. Gerade als der Motor lief, ich habe es gar nicht in die Kamera gesagt, ich hatte ja hochgepumpt und der hat sich nicht so wirklich doll hochgebracht. Ne? Der war auf dieser Seite der Höhe wie der.
Mal gucken, vielleicht ist das Federbein hier nicht so gut. Letztes Video gewesen, falls ihr es nicht gesehen habt, checkt es hier oben aus, wie wir das Federbein getauscht haben. Ist an so einem C215 nicht so geil, aber das Traggelenk ist hier sowieso durch, könnte man gleich mittauchen. Ist ja aber auch alles, ist ja auch alles gut. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen, ein kleines Fail-Video gewesen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, die Felgen passen nicht darauf. Ja, gönnt euch jetzt nochmal gerne zum Schluss, habt ihr es euch verdient, den V8 Sound. Das war auf jeden Fall die Bremse. So, wir machen ESP jetzt nochmal aus und dann gehen wir auf den Gas. Das war gerade so geil, ich will es nochmal probieren. So. Er nimmt kein Gas mehr an. Er hat aber keine Motorkontrollleuchte. Siehst du das? Komm mal her bitte. Bevor hier was wieder heißt. Achtung. Mach das aus. Ich habe das Gefühl, wir nehmen hier gleich ein neues Video auf. Das hatte der Wagen ja schon mal, war ja Luftmassenmesser oder so, ne? Rollt wieder! Ach komm, wir machen jetzt nochmal. So, das war's mit dem Video, ne? Ach du Scheiße, ist das geil! Die Reifen sind da hinten komplett abgefahren, es ist komplett nass und rutschig. Der geht ja richtig gut. Der geht richtig stark quer. Geil, Alter.